Und vorher wollen wir uns über den SC Hessen-Rhein-Eich unterhalten. Eine wirklich aufstrebende junge Mannschaft, die in der Hessenliga mehr als nur dominant ist. Aktuell ganz deutlich Tabellenführer. Und das haben sie zuletzt bewiesen am Freitagabend. Das war ein Spitzenspiel gegen FC Bayern Alzenau. Seinerzeit immerhin Dritter in der Liga. Aber das Spiel war deutlich mit 4:0. Und jetzt am Antenne Frankfurt-Telefon freue ich mich. Ljubiša Gavrić, jetzt bei mir am Telefon. Schön, dass du dran bist. Sag mal, euer letztes Spiel war ja ein echter Meilenstein in Richtung Aufstieg. 4:0 gegen den Verfolger Alzenau. Ist das eigentlich bisher eure beste Saisonleistung gewesen? Also ja, ich denke schon, dass wir einige gute Spiele gemacht haben in dieser Saison, aber das gegen Alzenau war besonders stark von der ganzen Mannschaft und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das unsere beste Leistung war. In den letzten 4 Spielen hast du dich ja auch immerhin mit 3 Treffern als Torjäger herausgestellt und das wohlbemerkt als Innenverteidiger. Woher rührt dann eigentlich für dich die neue Treffsicherheit? Ja, natürlich ist es schön, Tore zu machen, aber Hauptziel für mich als Innenverteidiger ist es natürlich, Tore zu verhindern. Bei den Standards bin ich natürlich mit vorne dabei, weil ich auch groß gewachsen bin und kopfballstark bin. Und dass es jetzt 3-mal gut funktioniert hat, finde ich halt auch gut. Ja. Aber jetzt als Torjäger, das überlasse ich lieber den Jungs vorne. Ja, da kann man nichts hinzuzufügen. Das ist wirklich eine gute Sache. Du, es gibt leider auch nicht nur immer so gute Neuigkeiten, ein paar Verletzungen. Toni hat sich zuletzt im Spiel gegen Alzenau da eine Knieverletzung zugezogen. Euer Kapitän Nico Opper, der ist am Dienstag operiert worden. Weißt du da mehr? Wie geht's dem mittlerweile? Genau, der Nico Opper, der wurde operiert. Dem geht soweit auch ganz gut. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass er schnell wieder bei uns ist. Okay, das wünschen wir dir natürlich auch an dieser Stelle. Die besten Grüße und Genesungswünsche. Sonntag könnte ja im Nachholspiel gegen Lofelden die Konkurrenz weiter abhängen. Wie sieht das aus? Ist das eine reine Formsache? Nein, es ist immer schwer, gegen Mannschaften zu spielen, die hinten in der Tabelle stehen, weil die müssen natürlich nachziehen. Aber wenn die Mannschaft dieselbe Leistung wie gegen Alzenau abruft, dann denkst du, dass wir gewinnen werden. Ja, da hast du wohl deutlich recht. Ich drücke euch die Daumen, Ljubiša Gavrić vom SC Hessen Dreieich bei uns am Telefon gewesen. Ja, mit 49 Punkten, das ist ein deutlicher Abstand. Immerhin 11 Punkte Vorsprung zum zweitplatzierten Stadtallendorf. Also für den SC Hessen Dreieich läuft es richtig gut. Letztes Spiel vor der Winterpause gegen Lofelden, die ganz unten in der Tabelle stehen. Wir drücken natürlich die Daumen. Man darf die Gegner nicht unterschätzen. She was a friend of a friend of